genossen und ein bisschen beisammen sein ist auch schon mal ganz schön. Ja, also, wie gesagt, heute 21 Uhr. Ich weiß, ich wollte es eigentlich früher machen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Jetzt kommt es halt und mal schauen, vielleicht gibt es gleich auch noch ein bisschen Larry. Schauen wir mal. Jetzt aber am 4. Advent hoffe ich, dass ihr einen schönen besinnlichen Sonntag bisher hattet. Wir stürzen uns jetzt auf die Adventskalender. Ja, doch, so sieht man ihn noch. Und ich würde vorschlagen, wir machen beim Kram den Anfang. Hier oben ist die 23. Ich habe es extra ein bisschen dunkler hier gelassen, damit man auch meine schöne Beleuchtung hier mal sieht. Ja. Ich habe auch in der Küche habe ich auch Beleuchtung. Ja. Und ich habe Vollmilch. Ja, endlich mal Glück hier beim Kramkalender. Und, ach nee, stimmt gar nicht. Ha, Nougat. Aber esse ich auch super gerne. Ja, ich habe mich endlich mal dazu durchgerungen, endlich mich mal 5 Minuten gezwungen, meine Weihnachtsbeleuchtung zu suchen. Ein bisschen habe ich gefunden, den Rest habe ich leider immer noch nicht gefunden. Aber hey, es ist ein bisschen. Und da sollte man froh drum sein. So, dann, weil ich dafür gerade liegen habe, machen wir mit dem 23. Türchen bei den drei Fragezeichen weiter. Da sind wir jetzt ja auch im großen Finale. Ich bin sehr gespannt, was bei der Geschichte dabei rauskommt. Und wir haben heute ein Rätsel mit einem Netz. Das sieht dann so aus. Und die Geschichte geht wie folgt weiter. Das ist es, jubelte Bob. Wir müssen in Neptuns linkem Auge suchen. Los, vom Deck des Schiffes aus kommen wir an die Galionsfigur ran. Damit lagen die drei Fragezeichen genau richtig, denn gut versteckt in der linken Augenhöhle fanden sie den funkelnden Diamantring. Doch ihre Freude währte nicht lange, denn plötzlich standen die beiden Hotelbesitzer auf dem Deck der Neptun. Kurzerhand riss ihnen der Ziegenbart den Ring aus der Hand. Gute Arbeit, meine Freunde. Ich hab doch gesagt, ihr seid clevere Burschen. Seine Frau steckte sich den Diamantring sogleich an den Finger. Wie schön der ist und so wertvoll. Doch was machen wir jetzt mit den Gören? Ihr Mann kratzte sich am Bart. Wir werden sie hier unten in eine Weile einsperren. Irgendeiner wird sie schon befreien und abholen. Das Pärchen stand jetzt direkt unter dem Mast des Schiffes und Justus blickte nach oben. Dort entdeckte er zwischen den zerfetzten Segeln ein breites Netz. Plötzlich hatte Justus eine Idee. Wenn er das richtige Seil am Mastfuß lösen könnte, dann würde das Netz auf die beiden herunterrutschen. Uiuiuiuiuiui. Also die Aufgabe, eines der Seile lässt das Netz herunterlassen. Welches ist es? Ich zeige es euch nochmal ganz genau. Also jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Eines der Seile lässt das Netz hinunter. Macht das Video am besten auf Stopp. Und ich schaue jetzt mal mein Allzweckwerkzeug. Also die 1. Schauen wir mal, die 1 geht da hoch, da rum und hier wieder runter. Die 1 ist es nicht. Die 2. Ach nee, die 1 ist mit der 2 verbunden. Die 2 geht nämlich hier hoch, verschwindet da. Die 3 geht hier hoch über die Umlenk. Die 3 ist es. Die 3 geht direkt hoch über die
gesagt. Und wer mitmachen möchte, schnell auf meine Fanpage gehen, da unter dem Reiter oben Adventskalender Gewinnspiel klicken und schon habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden. So, das war es jetzt von mir. Ich mache mich jetzt ans Rendern. Habt noch einen schönen restlichen 4. Advent, einen schönen Sonntag. Ich hoffe nicht, dass ihr morgen arbeiten müsst. Ich muss es leider. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich morgen gesund und munter wieder zum 24. Adventskalendertürchen und natürlich dann zur großen Gewinnerziehung. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, liebe Grüße an den kranken Thorsten. Thorsten, ich hoffe, du bist schnell wieder gesund. Und auch natürlich viele liebe Grüße an Thorsten Junior und an Frau Thorsten. So, das war's aber jetzt wirklich. Macht es gut, schönen Abend noch, NRW bei 18. Adieu.